Das Video zum Jakko-Cup der A-Junioren in Niederstetten wird Ihnen präsentiert von der Schreinerei Wagner. Luca Pfeiffer vom FSV Hollenbach ist wie schon im letzten Jahr Torschützenkönig beim Jakko-Cup der A-Junioren in Niederstetten. Außerdem erhält der Stammspieler der aktiven Oberligamannschaft die Trophäe als bester Spieler des Turniers. Ja, es hat extrem Spaß gemacht, ob dann so zwei Trophäen dabei rauskommen. Ja, eigentlich egal, hauptsache man gewinnt das Turnier. Und das hat der FSV, der von Beginn an zeigt, wer hier der Favorit ist. Zum Auftakt gegen Iggersheim gelingen drei Treffer in 33 Sekunden Echtzeit. In reiner Spielzeit, also vom jeweiligen Anstoß bis zum nächsten Tor gerechnet, dauert es gerade mal 13 Sekunden. Am Ende heißt es 5:0. Mit 10:3 gegen Wachbach gelingt der höchste Sieg des Tages. Hollenbach erzielt in der Vorrunde 20 Treffer, nur einen weniger als alle vier Gruppengegner zusammen. Gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall muss man sich trotzdem mit 2:4 geschlagen geben. Beide kommen in Gruppe B ungefährdet weiter. In der insgesamt sehr starken Gruppe C setzt sich der TSV Ilshofen als beste Mannschaft der Vorrunde gemeinsam mit der Spielgemeinschaft Oberes Taubertal durch. In der ausgeglichenen Gruppe D ziehen Berneck und Öhringen ins Viertelfinale ein. In Gruppe A gewinnt Gommersdorf vor dem TV Niederstetten, der nach nur 31 Sekunden den ersten Treffer dieses Turniers erzielt. Gegen Billingsbach trifft Marco Döffinger zum 1:0. Wenig später der erste Kopfballtreffer des Tages, Moritz Esslinger mit dem Endstand zum 3:0 gegen Billingsbach. Der TVN zieht als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein. Die Mannschaft hat sich im Laufe des Turniers gesteigert. Es war schade, dass Geildorf nicht erschienen ist. Da sind wir ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, habe eine dreistündige Pause gehabt, habe danach zwei Unentschiede gehabt gegen eigentlich leichte Gegner. In den Viertelfinalspielen kann sich Krieglingen mit 2:0 gegen Gommersdorf durchsetzen. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall kommen als einziger Gruppensieger weiter und schlagen Öhringen mit 3:1. Hollenbach gewinnt gleich mit 7:1 gegen Berneck und der TVN schlägt überraschend den bisher verlustpunktfreien TSV Ilshofen nach 0:1 Rückstand noch mit 2:1. Im Halbfinale trifft der Kreisligist aus Niederstetten dann auf Oberligist Hollenbach, verliert zwar knapp mit 1:3, hätte aber gegen den haushohen Favoriten sogar in Führung gehen können. Ein reguläres Tor und ein 7-Meter werden aber nicht gegeben. Das Halbfinale, denke ich, war das engste Spiel von allem. Wenn der Schiri da richtig entscheidet, dann liegen wir hinten und dann will ich nicht wissen, wie das ausgeht. Bis Mitte der regulären Spielzeit, 6 Minuten spielt, waren wir noch 1:0 in Führung und sind dann sehr unglücklich in Rückstand geraten. Das waren zwei sehr bittere Entscheidungen, wo uns in Führung gebracht hätte. In der Summe können wir mit leben. Keiner hätte gedacht, dass wir uns so gut verkaufen gegen so eine Top-Truppe. Niederstetten also im kleinen Finale trifft auf die SGM Oberes Taubertal. Die Partie bleibt torlos, das 9-Meter-Schießen muss entscheiden. Bereits im Halbfinale musste sich Krieglingen im 9-Meter-Schießen gegen Schwäbisch Hall geschlagen geben, aber hier gehen sie als Sieger vom Feld. Die Spielgemeinschaft also Dritter, der TVN nach einem guten Turnier auf Rang 4. Dann also das Endspiel. Wie schon beim letzten Qualifikationsturnier in Mulfingen treffen erneut die Sportfreunde Schwäbisch Hall und der FSV Hollenbach aufeinander. Und wieder geht Hollenbach schnell in Führung. Jan Götzelmann nach nur 29 Sekunden mit dem 1:0 für den FSV. In der Vorrunde konnten sich ja noch die Sportfreunde durchsetzen. Hier kommen sie noch zum 1:1 Ausgleich. Aber mehr ist gegen übermächtige Hollenbacher nicht drin. Der Oberligist geht mit 3:1 und 4:2 in Führung. Das Finale scheint vorzeitig entschieden zu sein. Aber die Sportfreunde zeigen eine tolle Moral, können erneut auf 3:4 verkürzen und noch sind fast 5 Minuten zu spielen. Marcel Mahnet hat dann die Entscheidung auf dem Fuß, aber er verpasst seinen 7. Turniertreffer. Damit hätte er mit Teamkollege Luca Pfeiffer in der Torjägerliste gleichgezogen. Aber der zweitbeste Torschütze der Hollenbacher aktiven Mannschaft behält sich auch diesen Titel vor. Luca Pfeiffer mit der Entscheidung. Der FSV gewinnt mit 5:3 gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall, die sich aber ebenfalls für das EBM Masters in Mulfingen qualifiziert haben. Also das Wichtigste war eigentlich, dass wir uns für das EBM Papst qualifizieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das ist nicht ganz so schlimm, wenn es im Finale jetzt nicht gereicht hat. Er kann immerhin einen Pokal mit nach Hause nehmen.
Felix Bölz ist der beste Torhüter dieses hochklassigen Turniers, bei dem am Ende doch wieder die üblichen Favoriten den Sieg unter sich ausmachen. Der FSV Hollenbach gewinnt den Jakob Cup der A-Junioren, präsentiert von der Schreinerei Wagner aus Oberstetten.